So, Mathe ist dran, eine Umkehraufgabe kennenzulernen. Da habe ich mal hier an der Tafel ein Beispiel dafür. Diese ganzen Aufgaben wohnen in einer Kommode und drei Zahlen spielen eine Rolle. In diesem Fall die 3, die 5 und die 8. Ich kann aus diesen drei Zahlen zwei Plusaufgaben basteln. 3 plus 5 gleich 8 und dann die Tauschaufgabe dazu. 5 plus 3 gleich 8. Das Ganze kann ich als Umkehraufgabe, indem ich aus Plus Minus mache, auch nochmal in zwei Aufgaben aufschreiben. 8 minus 5 gleich 3, 8 minus 3 gleich 5. Und da ist wieder die Tauschaufgabe. Bei Minus hinten, bei Plus hier vorne wird getauscht. Und wenn ich aus Plus Minus mache, heißt das Ganze Umkehraufgabe. In deinem Mathebuch sieht das so aus. Da wohnen natürlich nicht immer die gleichen Zahlen, sondern ganz unterschiedliche. Und daraus sollst du dann immer zwei Plus- und zwei Minusaufgaben basteln und in diese Kommoden schreiben. Und dann später als Päckchen ohne Kommode. Und das geht ein bisschen so weiter, damit man das auch gut übt, gibt es davon noch ein paar mehr Aufgaben. Und das, was danach kommt, erkläre ich dir beim nächsten Mal, wenn ich mich aus der Schule melde. Macht's gut, meine Süßen, bleibt alle gesund und haltet euch schön an die Regeln, bleibt zu Hause und steckt euch nirgendwo an. Tschüss!